Aloha und ganz herzlich willkommen im neuen Jahr und auch ganz herzlich willkommen zu der Engelbotschaft und Energieübertragung und Meditation für das neue Jahr. Ich hoffe, du hattest einen ganz wundervollen Rutsch und dieses Jahr wird ganz magisch und es startet auch magisch. Es geht darum, unsere innere Göttin zu erwecken und sogar unsere innere Göttin zu entfesseln. Und ich habe diese Engelbotschaft bei einem Live-Channeling aufgenommen, bei einem Event hier an Silvester im. Ich habe diese Engelbotschaft, dieses Engel-Channeling live aufgenommen. Und deswegen ist es ein Audio-File, aber das ist auch völlig egal, weil es geht darum, dass du wirklich tief eintauchst in diese Energie und auch diese Meditation mitmachst und dich einfach öffnest für diese Energie. Und es geht am besten mit geschlossenen Augen. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude dabei. Atmet einfach nochmal zwei, dreimal in eurem eigenen Rhythmus tief ein und aus, um ganz bewusst jetzt hier anzukommen. Und dann dürft ihr euch einfach entspannen, zurücklehnen, offen sein für die Worte und die Schwingung und die Information, die Frequenz, die dann durchkommt. Es ist so eine ganze Engelschar, es ist eine, wie wir sagen würden, eine sehr starke weibliche Energie. Und das Thema ist nicht nur, erwecke die Göttin in dir, auch die Männer, die jetzt anwesend sind. Wir haben ja alle weibliche und männliche Anteile. Und die weiblichen Anteile, die dürfen, nein, die müssen sogar jetzt wieder befreit werden und nicht in einem Übermaß gelebt werden, sondern in einem Gleichklang mit der männlichen Energie. Aber heute ist es ganz wichtig, dass ihr eure weibliche Energie noch mehr in euch entfaltet. Und der Titel oder das, was ich jetzt so bekomme, ist nicht nur entfalte, sondern entfessle deine Göttin in dir, deine weibliche Kraft. Und vielleicht möchtet ihr auch euch nochmal verbinden mit der Erde und dem Himmel. Und mit der Erde verbindest du dich am besten, falls du das nicht kennst, mit einer Wurzel, die aus deinem Wurzelchakra nach unten wächst, durch die Erdschichten, immer weiter nach unten, bis sich die Wurzel dann mit dem Herz von Mutter Erde verbindet. Wir könnten sogar sagen, mit dem Herz der neuen Erde. Und wenn es für dich angenehm ist, dann darfst du auch die Energie der neuen Erde in dir aufnehmen, indem du erlaubst, dass diese Energie innerhalb deiner Wurzel nach oben steigt und in dich einfließt. Vielleicht kannst du spüren, wie diese Energie von unten in deinen Körper, in dein Energiesystem einfließt und immer höher steigt und auch dein Herz öffnet. Für mich ist es jetzt eine ganz leichte Energie, das kann für dich anders sein. Und ich möchte dich auch nochmal einladen, jetzt dich mit der kosmischen Quelle zu verbinden, wenn das für dich angenehm ist. Wir sind ja auch in einem geschützten Raum, in einem heiligen Raum, den ich, aber den auch andere geistige Wesen, wohlwollende geistige Wesen für uns geöffnet haben. Und so ist es völlig ungefährlich, den Kanal nach oben zu öffnen und dich mit der kosmischen Quelle zu verbinden. Du kannst dir das vorstellen, dass einfach wie so ein Kanal aus deinem Scheitelchakra nach oben wächst und sich dann mit einer Art kosmischen Quelle, ich stelle mir das gerne auch als Quelle vor, verbindet. Schau einfach, was da an leichter, lichtvoller Energie in dich einfach hineinfließen möchte.
Vielleicht kannst du auch spüren, wie diese beiden Energien sich verbinden. Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, dass diese Energien in dich einströmen und wieder aus dir rausströmen, sodass um dich herum wie so ein Torus, ein Energietorus entsteht. Und die Energie fließt von oben nach unten, dann wieder nach oben und von unten nach oben, also in beiden Richtungen. Okay. Und dann lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen und entspannt zu atmen. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ist es so, dass ganz viele weibliche Energien jetzt da sind, auch männliche Engel, geistige Wesen, Energien, aber allen voran ist es für mich eine Energie der Maria Magdalena. Es ist nicht diese Maria Magdalena, die wir vielleicht oder auch nicht aus der Bibel kennen, es hat keinen religiösen Zusammenhang. Es ist Erzengel Jophiel und Erzengel Raphael, der eine männliche Energie repräsentiert, aber eine sehr heilvolle Energie. Und ich kann gar nicht genau ausmachen, wer von diesen drei Hauptenergien spricht, das ist auch völlig egal. Öffne einfach dein Herz und sei offen für die Energie, die jetzt durch dich fließen möchte und erlaube dieser Energie auch, alles wegzuspülen, was dir jetzt nicht mehr nützt, was dich vielleicht daran gehindert hat, deine weibliche Energie wirklich zu leben. Geliebte Göttinnen, und wir sprechen zu euch in dieser Form und wir sprechen in euch euren Göttinnenanteil an heute. Dieser Teil von euch darf noch mehr erweckt werden und noch viel, viel mehr Ausdruck finden. In euch, aber auch in eurem Leben. Und alles, was euch bisher zurückgehalten hat, darf jetzt gehen. Dieser Göttinnenanteil in euch ist wichtig, dass ihr heilt, ist wichtig, dass ihr euch mit der Erdheilung in Verbindung setzt. Diese Erdheilung geschieht bereits, aber ihr seid ein wichtiger Teil davon. Und ihr könnt nur, wie ihr sagt, heil sein, ganz sein, wenn ihr eure weiblichen Anteile, eure Göttinnenanteile und auch eure männlichen Anteile, eure Gottanteile in Verbindung bringt, in Balance bringt, in einen kosmischen Tanz bringt. Und vielleicht, vielleicht auch nicht, scheut ihr euch, diesen Anteil herauszulassen, zu leben, zu integrieren. Das heißt, dass ihr euch weich zeigt und dennoch kraftvoll und stark, eben wie eine Göttin in einer Selbstverständlichkeit, die ihr bisher nie gekannt habt oder einige von euch bisher ansatzweise gekannt haben. Dies soll nicht bedeuten, dass ihr etwas falsch gemacht habt. Es war für einige noch nicht die Zeit, aber für alle, die ihr nun in diesem heiligen Raum seid, ist jetzt die Zeit gekommen. Vielleicht mögt ihr euch, so wie ihr jetzt seid, verbunden mit eurer irdischen Quelle, wobei dies nicht wirklich eine irdische Quelle ist, aber eine mütterliche, weibliche Quelle
und mit der kosmischen Quelle, der väterlichen Quelle, so wie ihr jetzt verbunden seid. Vielleicht mögt ihr diesen Göttinnenanteil in euch einladen, so er noch nicht da ist. Vielleicht mögt ihr euch diesen Anteil vorstellen, dass er in euch erscheint oder euch gegenüber erscheint. Nehmt diesen Anteil so an, wie er sich jetzt zeigt. Falls ihr Druck verspürt, öffnet euer Herz, atmet, lasst den Atem fließen. Falls sich dieser Göttinnenanteil bereits in euch befindet, begrüßt ihn dennoch. Falls sich dieser Göttinnenanteil vor euch stehend befindet, ladet ihn ein, in euer System zu kommen, integriert zu werden. Nehmt ganz genau wahr, wie sich dieser Anteil in euch anfühlt. Vielleicht fühlt ihr euch leicht, kraftvoll, aufgerichtet. Dieser Anteil möchte gelebt werden. Und wir betonen es noch einmal, alle Menschen, die nun hier sind, in diesem heiligen Raum, in diesem göttlichen Raum, sind dazu aufgerufen, diesen Göttinnenanteil, diesen weiblichen Anteil noch mehr zu leben als bisher. Dies ist nicht eine Frage, es ist eine Aufforderung. Und es ist eure freie Wille, dieser Aufforderung zu folgen. Dennoch ist es für euch existenziell wichtig, dass ihr dies tut. Und ihr dürft als Beispiel vorangehen. In den kommenden Tagen könnt ihr, so ihr wollt und euch dafür entscheidet, Impulse, Ideen, Anregungen, Zeichen dieses Göttinnenanteils in euch erhalten und damit auch ein Wegweiser, wie ihr dies besser leben könnt. Das kann ganz individuell sein. Wir laden euch dazu ein, diesen Göttinnenteil zu leben, diesen Göttinnenteil nach außen zu tragen und nicht nur als ein Anteil von euch, der dann und wann in Erscheinung tritt, sondern euer Leben als Göttin und Gott in Verbindung zu leben, euer Leben danach zu gestalten. Lange genug habt ihr euch vielleicht kleiner gemacht, als ihr in Wahrheit seid. Diese Information ist nicht neu für euch, aber sie ist jetzt wichtiger denn je. Eure Erde braucht euch, eure Erde braucht euren Göttinnenanteil. Okay, ich bedanke mich.
danke mich ganz herzlich bei der geistigen Welt und bei allen Engelenergien, göttlichen Energien, die jetzt da waren oder immer noch da sind. Und wenn du möchtest, dann darfst du jetzt wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt. Und vielleicht möchtet ihr dieses Gefühl, wie sich diese Göttin in euch gezeigt hat, mitnehmen und das Leben. Aber wir dürfen wirklich anerkennen, dass wir diesen Teil haben. Wir machen uns ganz oft klein. Und auch wenn wir schon sehr viel vielleicht an uns gearbeitet haben, noch ist da Luft nach oben drin. Und es ist gerade in diesem Jahr, jetzt wir stehen ja auch an der Schwelle zu einem neuen Jahr, ist es wirklich ja, wichtig für uns, unser eigenes Heil, aber auch für das Heil der Erde und des ganzen Universums, dass wir diesen Teil noch mehr leben. Und er ist ja schon da. Also es ist nicht so, dass wir den mühsam finden müssen, sondern wir dürfen einfach all das loslassen, was uns daran gehindert hat, bisher das zu leben. Danke, dass du deine Göttin erwächst, dass du deine Göttin entfesselst. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns ein ganz, ganz wundervolles, magisches, liebevolles, entspanntes, kreatives, wildes, freies, neues Jahr. Happy New Year! Namaste! Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Und schau doch einfach auch mal auf meiner Website vorbei, www.stephaniemarketant.com. Lebe liebevoll, wild und kreativ.